Hallo, mein Name ist Shea Frank und ich wollte heute mit euch über die dieses Budwig-Protokoll sprechen. Ich mache das jetzt fast 2 Jahre, also Anfang 2017 habe ich das auch über YouTube-Videos kennengelernt. Da war mal so eine Frau, Dr. Johanna Budwig, die hat in die 50er Jahren so eine, also was sich Budwig-Protokoll nennt, erfunden. Sie war Ärztin, sie hat krebskranke Patienten und hat halt dieses Cottage Cheese Leinöl-Mischung halt festgestellt. Ja, also sie war Ärztin, sie war deutsch, die ist Anfang des 20. Jahrhunderts geboren. Und in 2003 ist sie verstorben mit 95 Jahren. Und in die 50er Jahren hat sie halt dieses Budwig-Protokoll an ihre krebskranke Patienten auch gegeben. Und hat diese Feststellung, dass der die zwei Komponenten vom Cottage Cheese, also Proteine und der Leinsamenöl, also Leinöl, hat Omega-3, also die zwei Komponenten, hat dann halt so eine chemische Reaktion. Und zwar, Cottage Cheese hat eine positive Ladung und Leinöl hat eine negative Ladung, elektrische Ladung und das hat diese Wirkung auf die krebserkrankte Tumoren, dass das ganz zurückgebildet ist. Ja, für das Rezept für dieses Budwig Protocol ist Cottage Cheese und Leinöl, wie gesagt, und Leinsamen, also geschrottete Leinsamen, und ich tue auch Kurkuma und schwarzen Pfeffer dazu. Und Johanna Budwig hat ja auch gesagt, man kann ja Quark nehmen. Ich esse gar nicht gern Quark, das schmeckt mir gar nicht. Aber man kann anstatt Cottage Cheese Quark nehmen, für die, wo nicht so gern Cottage Cheese esse. Da sind so viele andere Rezepte da im Internet zu finden. Da kann man Honig reinmachen. Manche Leute machen irgendwelche Birnen, so frische Himbeeren oder Blaubeeren oder so. Manche Leute benutzen Joghurt, was für mich, ich denke, ja, das geht darum, dass es irgendwelche Milchprodukt ist. Aber der eine Typ da, wo ich den sein Video gesehen habe, er hat irgendwas mit einer Budwig Center in Amerika zu tun. Er hat gesagt, dieses Abzweig von der Originalrezept von Frau Dr. Johanna Budwig wäre nichts, also mit Joghurt. Soll man gar nicht anfangen, entweder Cottage Cheese oder Quark, alles andere wäre Quatsch. Also wie gesagt, im Internet sind so viele verschiedene Videos, wenn man Budwig Protocol eingibt. Ich glaube, wenn man tatsächlich krebskrank ist, dann soll man schon buchstäblich an das Originalrezept. Aber ich bin ja nicht krank. Ich habe mich nicht, also krebskrank, ich habe mich nicht von Krebs geheilt und nicht. Ich mache das mehr für so eine Vorbeugung. Ich denke, wenn das so super toll ist, dass es ein total
schlechte Krebserkrankung rückgängig machen kann, dann kann das nicht einfach mein Immunsystem. Ich möchte einfach eine gesunde, eine starke Immunsystem haben, wenn irgendwas ist, so ein Viren oder Bakterien oder was weiß ich, aus ganz normale Erkältung, dass mein Immunsystem stark genug ist, mich zu schützen. So, man könnte es regelmäßig in eine Variation, was ihr schmeckt, ob es Quark ist oder tatsächlich Joghurt, Naturjoghurt natürlich mit Leinöl, Leinsamen und meinetwegen ein bisschen Honig reintun oder irgendwelchen Obst und macht das irgendwie schmackhaft. Es geht darum, dass ein Protein und ein Omega-3-Öl dieses Mischung zusammen, was man dazu tut und so. So, ihr könnt ja schon andere Videos angucken, wo, wie gesagt, dieses Rezept, also andere Rezepte. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Und bis nächstes Mal. Bye!